Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, wir sind nicht im neuen Lager, wie ich es versprochen habe, dass wir da starten würden. Stattdessen, also ich glaube zumindest, ich habe es versprochen, ist ja auch nicht so wichtig. Stattdessen sind wir jetzt hier in der Kirche oder beziehungsweise im Tempel der Feuermagier. Denn wir haben ja jetzt genug Lernpunkte. Da, 40 Stück, 25 brauchen wir für den, ja, das wollte ich nicht aufrufen, für den vierten Kreis der Magie. Und den werden wir jetzt auch lernen, denn dann können wir den Feuersturm nutzen. Ich bin bereit für den vierten der Kreise. Du hast die ersten drei Kreise durchschritten. Nun ist es an der Zeit, dass du die Geheimnisse der Magie kennenlernst. Die Magie der Runen ruht in ihrem Stein. Es sind magische Steine, gewonnen aus magischem Erz. Das gleiche Erz, was hier abgebaut wird. Dieses Erz wird in den Tempeln mit den Formeln der Magie versehen. Dort werden sie zu den Instrumenten unserer Macht geformt. Mit allen Runen, die du nun beherrschen kannst, steht dir das gesammelte Wissen der Tempel zur Verfügung. Du hast jetzt alles gelernt, was ich dir beibringen kann. Erkenne die Magie, dann wirst du das Geheimnis von Macht erkennen. Ja, das ist doch schön. Dann haben wir jetzt hier ordentlich magisches Wissen und wir können den Feuersturm nutzen. Habe ich den überhaupt ausgerüstet? Nee. Moment, dann möchte ich mal eben meine Zaubersprüche neu ausrüsten. Ich möchte die neu ausrüsten, nicht fallen lassen. Wie habe ich das jetzt überhaupt gemacht? Ah, okay, gut zu wissen. Jetzt weiß ich, wie man Sachen aus dem Inventar los wird. So, das rüsten wir mal alles ab hier. Ah, okay, da kommen schon zu den Spruchrollen. So, ich würde sagen... Ach ja, wir haben auch den Teleport zum Sumpflager mittlerweile. Ich würde sagen, wir packen mal den Feuersturm auf die 4 und den Feuerball auf die 5, denn für schwächere Gegner, na gut, werden wir den Feuerball wahrscheinlich nicht nutzen, sondern unser Schwert. Aber im Gegensatz zum Feuerball braucht der Feuersturm ja nochmal extra Mana. So, was ich dann auch gerne haben möchte, ist immer noch das Licht. Und Telekinese bin ich mir jetzt nicht so sicher. Kann ich mir auch zur Not so ausrüsten. Und den... Das war falsch. Den... Achso, nein, stimmt. Das war ja dieser Bug, wenn ich irgendwas auf 9 setze, das Inventar rausgeht und ich die Waffe ziehe. Warum auch immer. Aber es hat ja funktioniert. Alles klar. Dann machen wir noch eine Sache hier im alten Lager. Und zwar möchte ich einmal mit Torres reden. Oder war es Rodriguez? Ich glaube, es war... Ich glaube, es war Rodriguez. Hallo? So. Magie zu Ehren. Du? Nein. Okay, es war doch Torres. Magie zu Ehren. So, ich möchte nämlich Schriften über... Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Magie erwerben? Also eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich gerne... Möchte ich gerne mir anschauen... Oh, Moment mal. 6. Kreis der Magie und 5. Kreis der Magie. Ja, wir sehen schon, es gibt Bücher darüber, aber offensichtlich können wir das nicht lernen. Schauen wir mal, ob wir das irgendwann, dieses Wissen, uns noch aneignen können. Die Bücher werde ich jetzt erstmal hier lassen. Die können wir sicherlich später auch nochmal erlangen, wenn es notwendig wird. So, wo ich eigentlich hin möchte, genau. Zu den Amuletten und Ringen. Und zwar, hier gibt es bestimmt noch irgendwas, was wir nutzen können. Wir haben ein... Nein, wir haben nicht ein Amulett der Magie. Wir haben... Okay, man kann es gerade nicht sehen. Wir haben ein Amulett, das uns 15 Schutz vor Waffen und 15 Schutz vor Pfeilen gibt, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir haben, ja, zwei Ringe, den letzten können wir jetzt nicht mehr anschauen, weil es der letzte ist. Einen Ring, der uns 5 Stärke gibt und einen, der uns 10 Stärke gibt. Ja, ich habe mich informiert vorher. Und, achso, der hat gar nichts weiter. Ich dachte, du hättest mehr. Na gut, dann vergessen wir das. Dann müssen wir uns woanders vernünftig eindecken. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal zum neuen Lager. Denn Iberion ist tot. Und Kor Angar hat uns aufgetragen, dass wir den Wassermagiern berichten sollen und unsere ganze Hoffnung in deren Ausbruchsplan setzen sollen. Und dass auch das ganze Sumpflager dahinter steht. Tja, und deswegen wollen wir hin. Aber auf dem Weg dahin gibt es noch ein kleines Gebiet, in dem wir bisher noch nicht waren. Und da ist nun ja eigentlich nicht viel Interessantes, aber da sind ein paar Gegner. Und an denen möchte ich dann doch mal den Feuersturm ausprobieren.
Ja, das Schöne am Feuersturm ist, dass der macht Flächenschaden. Das heißt, wenn wir einen Gegner treffen, dann machen wir da ordentlich Schaden dran und andere Gegner, die drumherum stehen, die nehmen dann auch ein bisschen Schaden. Das ist quasi wie so eine kleine Explosion. Eigentlich würde ich erwarten, jetzt aus irgendwelchen anderen Rollenspielen, dass das schon beim Feuerball der Fall ist, dass der Feuerball auch Flächenschaden macht. Ich meine, sowas kennt man aus den Dungeons & Dragons Spielen, aus Might & Magic ist es, glaube ich, auch der Fall. Ja, doch, eigentlich schon. Deswegen, ja, eigentlich würde ich das hier auch erwarten. Aber naja, Gothic ist halt ein bisschen anders. Aber genau dafür mag ich es ja eigentlich auch. So. Ich würde sagen, wir speichern hier einmal, falls ich irgendwie draufgehen sollte. Die Möglichkeit gibt es ja immer. Und ja, da vorne sehen wir schon ein paar Gegner. Oh, der erste hat mich schon gewittert. Ja, toll. Das ist schlecht. Aber wir haben gesehen, das sind Snapper und mit denen habe ich mich bisher noch nicht so wirklich angelegt. So, der kommt hinterher. Aber das heißt, ich kann ihm jetzt schön so einen Feuersturm reinjagen. Dann sehen wir zwar erstmal noch nichts vom Flächenschaden, aber wir sehen einen so einen Snapper, der hält keinen Feuersturm aus. Das ist schon mal schön. Ja, nehmen wir das hier mit. Damit können wir uns dann noch neue Runen finanzieren. So, aber da sind noch zwei. Und dann probieren wir das doch mal aus. Habe ich jetzt den Feuersturm? Ja. Dann probieren wir das doch mal aus, wie das mit dem Flächenschaden aussieht. Ja, wenn ich den einen Snapper treffe mit einem vollaufgeladenen Feuersturm, man sieht dem anderen... Oh, da sind ja noch zwei. Verdammt. Es hat nicht so viel Schaden gemacht, leider. Oh, der hängt fest. Kann ich dir noch einen Feuersturm reinjagen? Ich möchte jetzt aber auch mal schauen, wie viel Schaden so ein Feuerball macht an dem. Ich glaube, das hatte ich schon mal geguckt, aber ja, ich weiß es nicht mehr. Ja. Brennt er jetzt? Also, natürlich brennt er, man sieht es ja, aber nimmt er dadurch Schaden? Ich meine, er hat so eine schmerzerfüllte Animation. Ja, irgendwie nicht. Na komm her. Wow, wir haben das sogar ohne Schaden zu nehmen geschafft. Das finde ich doch sehr schön. Dann sammeln wir doch mal ein, was wir hier alles erlangt haben. Und ich glaube, wir können auch direkt mal einen Magietrank trinken. Wir haben hier einen Mana-Bonus 30, das sollte genau passen. Oder Feuersturm hat doch bis maximal 10 Mana, nicht wahr? Den Verbrauch, genau. Ja, dann passt ein so ein Magietrank für dreimal Feuersturm zaubern. Das ist doch ganz okay. Kann man das gut abpassen. Was war das? Einen Moment, ich hatte es gerade ziemlich gepoltert. Ich muss mal eben nachschauen, was das war. So, da bin ich wieder. Entschuldigt die Unterbrechung. Das war anscheinend irgendwas im Treppenhaus. Jedenfalls nicht bei uns in der Wohnung. Das ist schon ganz gut. So, egal. Davon wollt ihr nichts wissen. Ihr wollt hier Gothic sehen. Deswegen spielen wir jetzt einfach mal weiter. Schauen uns an, was die Snapper hier so in ihrer Höhle gelagert haben. Und das sind schon wieder die total komisch klingenden Vögel. Ein Trank und eine Schriftrolle. Aber ja, ich glaube, das ist keine Schriftrolle, die wir gebrauchen können. Das ist irgendwie Eis. Irgendwas mit Eis. Eisblock. Ja, davon haben wir sowieso schon die Rune. Ja, wenn ich mir das anschaue. Ja, Eisblock. Gut. Ist nicht so wild, können wir verkaufen. Wie viel bringt das überhaupt ein? Ist 70 wert, ja. Immerhin 35 Gold kriegen wir dafür. Also, kein Golderz natürlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Ist jetzt nicht so schlecht. Ich meine, man könnte auch was Besseres finden, aber ich will mich da nicht beschweren. Oh, ein Varan. Jetzt möchte ich doch den Feuerball auch mal am Varan ausprobieren. Und tschüss. Ja, das ging schnell. Warst du alleine hier? Kein anderer Varan in der Nähe? Das ist okay. Naja, vielleicht gibt es auch unter den Varanen Einzelgänger. Sonst treten die immer irgendwie in Gruppen... Sonst treten die immer irgendwie in Gruppen auf. Aber gut, der bewacht hier auch nichts irgendwie sonderlich Gutes. Scheint ja mal hier ein altes Lager gewesen zu sein. Von irgendwem hier. So halbfertige Palisaden. Aber offensichtlich... Oha. Richtig große Steinräder. Offensichtlich sind die ehemaligen Bewohner längst fort. Naja, die Kolonie ist halt ein erbarmungsloser Ort. Gut, da unten ist noch ein Lurker.
Ich glaube, den können wir jetzt auch direkt mal mit unserem Schwert fertig machen. Und was sehen wir denn da oben auf dem Felsen? Na, das schauen wir uns gleich mal näher an, sobald ich den Lurker hier ins Jenseits befördert habe. Na komm. Na komm. Jetzt kannst du mal bitte Schaden nehmen. So, dann lassen wir uns halt einmal hauen. Ist nicht so tragisch. So, die Tränke nehmen wir natürlich auch mit. 1, 2. Leider alles nur normale Heiltränke. Nichts, was irgendwie permanent unsere Lebensenergie erhöht. Tja, und hier haben wir eine Ork-Statue. Tja, wie die wohl hier hingekommen ist und wer die wohl angefertigt hat. Also ich schätze mal, Orks haben sie angefertigt. Aber, das lässt eigentlich nichts Gutes ahnen. Ich meine, in der Lurker-Höhle ist gar nichts. Vielleicht sind ja diejenigen, die da vorne sich irgendwie ihr kleines Lager aufbauen wollten, von Orks niedergemetzelt worden. Wobei, dann wahrscheinlich eher verschleppt, denn da gibt es nicht mal Skelette oder so in der Nähe. Oder sie sind einfach in die Flucht geschlagen worden. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht konnten sie wegrennen. Tja, und soll ich euch was sagen? Hier sind tatsächlich ein paar Orks da oben. Und zwar sind das Ork-Krieger, ja, davon haben wir bisher ja nur einen getroffen. Und die halten ein bisschen was aus, deswegen, ich speichere nochmal, noch haben sie uns nicht gewittert. Oder, ist Gewitter da das richtige Ort, das richtige Wort? Ich würde sagen, wir probieren mal einen Feuersturm aus, gucken, wie viel Schaden der macht. Und ich würde direkt gleich, ich würde gerne den anderen anvisieren, genau. Ich würde nämlich gerne noch einen zweiten Feuersturm hinterher setzen. Es hat natürlich den ersten getroffen und der zweite ist, zumindest ein bisschen eingefroren. Okay. Passiert. Oha. Der macht aber auch gut Schaden. Guckt euch das an. Oh nein, nein. Ach, da sind wir tot. Ja. Wenn der einmal eine Combo reinkriegt. Also, die sind nicht zu unterschätzen. Leider hat ja auch mein zweiter Feuersturm den vorderen Ork getroffen. Das war eigentlich nicht meine Intention. Vielleicht kann ich ja vorher den hinteren anvisieren. Dann ist es nicht so schlimm. So. Armer für dich. Ich werfe gerade Feuerbälle, nicht Feuerstürme, merke ich gerade. Das ist natürlich wieder einfach Es fühlt sich jetzt ein bisschen gecheatet an. Irgendwie das mit dem Feuerschaden, ich verstehe nicht so richtig, wie das funktioniert. Okay, das fühlt sich gecheatet an, das machen wir nochmal. Ich weiß. Ja, Feuersturm. So, jetzt aber. So, einmal du. Und du sollst auch noch direkt einen abkriegen. Also ihr seht, der Flächenschaden, der ist wirklich nicht so viel. Ja toll, jetzt hängt er wieder da fest. Und egal, mit dem Feuersturm fühlt sich das fairer an als mit dem Feuerball. Das scheint echt so ein bisschen verbuggt zu sein mit dem Feuerschaden, was ich echt komisch finde. Aber gut, müssen wir halt mit leben. Hier ist ein Skelett. Na, vielleicht haben sie die Bewohner tatsächlich verschleppt. So, was haben wir hier? Ein kleines... Ja, sieht ein bisschen aus wie so ein Amphitheater. Allerdings ein bisschen niedrig dafür. Ich meine, so im Halbkreis angeordnet. Vielleicht ist das ja hier irgendwie so ein... Also auf jeden Fall ist es ein Vorplatz für den Eingang hier, aber... Wofür das genau gut ist? Tja, wer weiß. Naja, schauen wir mal kurz hier rein. Man sieht, das ist nicht wirklich groß. Ja, wir können hier runterspringen. Hat ein bisschen was von einer Mühle, bloß ohne den Mühlenstein. Aber an sich gibt es hier nicht viel. Dafür haben wir aber Schätze. Man sieht, ja, da 3 Schatztruhen und Heiltränke und Mana-Tränke. Die nehmen wir einfach mal mit. Ich meine, liegt hier einfach so rum. Und wir haben die Besitzer gerade ermordet. Also ich schätze mal, dass die Orks die Besitzer sind. Vielleicht ist das hier auch so eine kleine Tempelanlage und das sind Opfergaben. Tja, dann erzürnen wir die Orkgötter jetzt. Das ist nicht abgeschlossen. Sehr schön. Was haben wir denn da? Grobes Schwert, verwitterte Axt und Dietrich. Naja, nehmen wir alles mit. Kann man verkaufen. Und da wir kein Tragelimit haben, alles kein Problem. So, was haben wir hier? Genau das Gleiche. Und lass mich raten, in der dritten Truhe ist auch noch wieder das Gleiche.
Da hat sich irgendwer keine Mühe gemacht bei dem Generieren der Schätze. Ja. Vielleicht war es auch ein Bug. Noch ein weiterer. Dass irgendwie eigentlich die Truhen unterschiedliche Sachen drin haben sollen, aber irgendwie ist ein Wert falsch gesetzt und dann haben sie alle den gleichen Schatz. Ist nicht so wild. Außer natürlich, da sollte ursprünglich irgendwas Permanentes rein. Huch. Irgendwie. Also permanente Tränke. Aber das bezweifle ich eigentlich. Tja, und damit haben wir denn dieses kleine Gebiet hier auch nochmal abgeschlossen. Können wir uns auf der Karte auch mal anschauen. Ja, dieser kleine Canyon, Tal, dieses kleine Tal hier. Und dann würde ich sagen, weil wir hier sonst auch nie wieder hin müssen, werden wir jetzt uns aufmachen ins neue Lager. Und dafür trinke ich einfach mal so einen Geschwindigkeitstrank. Davon haben wir doch noch welche, genau. Trank der Schnelligkeit ermöglicht Sprinten für 2 Minuten. Denn dann brauchen wir nicht so lange und können vielleicht auch noch irgendwas anderes Sinnvolles machen hier in dieser Aufnahme. So, da oben haben wir schon Cavalons Hütte. Wäre natürlich cool, wenn man irgendwie das Sprinten auch so leveln könnte oder es dafür eine Taste gäbe. Aber das ist in Gothic 1 halt nicht der Fall. Aber dafür haben wir wenigstens die Tränke. Ist hier eigentlich irgendwas drin? Da waren mal Mole Rats drin. Oh, da sind sogar noch Mole Rats drin. Hallöchen. Seid ihr neu gespawnt? Weil die Schätze habe ich offensichtlich schon eingesammelt. Hier liegt ja gar nichts mehr rum. Aber die Erfahrung nehme ich gerne mit. So, jetzt aber zum neuen Lager. So, da gibt es leider auch nicht wirklich irgendwas an Abkürzungen, das ich nehmen kann. Wobei... Moment, ich probiere jetzt aus... Na, gehen wir mal hier lang. Wobei, das ist irgendwie sinnlos, hier lang zu gehen. Ah, wenigstens ein bisschen Abkürzung. Ja, hätte ich... Oha, Steinwurzel. Oha, da unten ist noch ein Varan. Dann gehen wir doch mal den anderen Weg. Da, wo ich ursprünglich lang wollte. Nehmen uns die Erfahrung auch noch mit. Ja, nämlich hier schön versteckt durch den Busch hindurch. Man sieht, hier waren wir auch noch gar nicht. Und dann muss der jetzt auch mit einem Schlag. Schon cool. So. Dann wollen wir einfach mal uns in das neue Lager reinbegeben. Und hochlaufen zu den Wassermagiern. Wir kommen ja leider nicht direkt zu den Wassermagiern vor, deswegen haben wir nur eine Möglichkeit. Und zwar, dass wir mit Kronos reden. Der patrouilliert da ja bei dem Erzhaufen rum. Da können wir auch nochmal Lefty und dem Reislord einen Besuch abstatten. Ah, und da ist unser Schnelligkeitstrank weg. Naja, egal, wir haben jetzt nicht mehr so viel Weg vor uns. Deswegen ist das nicht so schlimm. Und dann sehen wir jetzt auch, da steht jemand. Das ist der gute Gorn. Was der wohl zu sagen hat? Ha, du bist es. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Für jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Und das ist wahr. Es hat oft nicht viel gefehlt und ich wäre als Futter für die Würmer geendet. Ich habe eine wichtige Botschaft für die Wassermagier. Dann sprich am besten gleich mit Saturas. Er ist der oberste Wassermagier und studiert den ganzen Tag irgendwelche Schriften. Aber egal, wie wichtig die Botschaft auch ist, die Wachen zur oberen Ebene werden dich nicht zu ihm durchlassen. Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ich nicht, aber Kronos, der Hüter des Erzes, kann dir vielleicht eine Erlaubnis erteilen. Wo finde ich diesen Hüter des Erzes? Wenn du von hier weitergehst, stößt du nach dem Damm auf die große Wohnhöhle. Kronos hält sich normalerweise am Gitter über dem großen Erzhaufen auf. Aber er ist ein wenig arrogant. Du wirst ihn überzeugen müssen, dass deine Botschaft wichtig ist. Na super. Kann er nicht einfach die Botschaft überbringen? Bis später. Ich meine, er ist doch ein Wassermagier. Wir wollen nur irgendwie mit den Wassermagiern an sich reden. Du bist noch gar nicht da hoch. Naja, egal. Dann machen wir das halt. Reden mit Kronos und schauen mal, was der so zu sagen hat. Tja, irgendwer hatte mich auch gefragt, wann es denn mal wieder ins neue Lager geht in den Kommentaren. Und tja, jetzt sind wir hier wieder im neuen Lager. Hier schön mit dieser ganzen Höhle und so. Und ich glaube, ich muss noch mal eben kurz die Aufnahme pausieren. Einen Moment. So, ja, weiter geht's. Entschuldigt bitte
diese weitere Unterbrechung. Irgendwie läuft das alles bei dieser Aufnahme nicht so, wie ich das haben möchte. Und ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, ich stehe an einer etwas anderen Stelle als vorher, was daran liegt, dass ich jetzt diese Fortsetzung hier bereits einmal versucht habe aufzunehmen, aber meine Festplatte so ein bisschen Faxen gemacht hat und das ist komplett misslungen, sagen wir es einfach. Deswegen machen wir das jetzt nochmal. Und mir ist was aufgefallen. Ja, wir haben etwas Wichtiges vergessen, da werden wir gleich zu kommen. Ich möchte jetzt erstmal mit Kronos reden. Und dann, der ein oder andere von euch kann sich vielleicht schon denken, was ich vergessen habe, zumindest diejenigen, die das Spiel kennen. Und zwar etwas sehr Wichtiges, ohne dass wir überhaupt nicht weiterkommen werden. Aber wie gesagt, dazu, nachdem wir hier uns mit Kronos mal unterhalten haben. Tja, na, wie geht's? Magie zu Ehren. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Ich weiß nicht, vielleicht das genau Korkalom. Korkalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Er will unbedingt den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Ich habe ihm noch nie getraut. Zweiter Guru hin oder her, er ist verblendet, hinterhältig und zu allem fähig. Sicher ist die Bruderschaft ohne ihn besser dran. Ich werde Saturas bei Gelegenheit davon berichten. Geh nun. Ja, aber Magie zu Ehren. Wir haben doch noch mehr. Iberion, der Anführer des Sektenlagers, ist tot. Was? Wie konnte das geschehen? Die Bruderschaft führte ein Ritual durch, eine Anrufung ihres Gottes. Die mentalen Anstrengungen waren wohl zu viel für Iberion. Das ist sehr traurig. Iberion war ein zuverlässiger Verbündeter. Aber es rechtfertigt nicht die Störung der Studien von Saturas. Kann ich da mal vor Magie zu ihr? Wie wär's da mit dem letzten Punkt? Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Interessanterweise wurde bisher überhaupt nicht erwähnt, dass es sich beim Schläfer um einen Dämonen handelt. Irgendwie gehen wir jetzt davon einfach so aus. Aber wir nehmen das jetzt mal so hin. Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an, aber sollten sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Ja. Das musst du sofort Saturas berichten. Ja, meine ich doch. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Die Parole lautet Tetriandoch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Kann ich da mal vorbei? Alles klar, Tetriandoch. Ja, das merken wir uns mal. Magie ich jetzt nochmal mit Kronos reden, denn jetzt können wir hier mal mit ihm handeln. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Und ich schätze, dass Kronos wesentlich mehr Ringe und Amulette haben wird, also als noch hier Torres. War es Torres, Rodriguez? Ich verwechsel die beiden immer. So, also auf jeden Fall hat er so schon mehr, aber ich bin der Meinung, er hat auch stärkere. Oder auch nicht. Hä? Ich dachte eigentlich... Na gut, dann halt nicht. So, dann möchte ich immer noch mal kurz meine Ringe nachgucken. Irgendwie... Ja, na gut, Ring der Stärke, Ring der Kraft. Wie auch immer. Ist ja auch nicht so wichtig. So, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt mal zu dem, was ich komplett vergessen habe. Denn wir sollten ja noch zu Korkalom in die Hütte gehen und den Almanach und diesen Fokusstein holen und den zu den Wassermagiern bringen. Das habe ich, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja, ist schon gut, Kronos. Wir stellen uns mal hier über den Erzhaufen. Ja, und in der Aufnahme, die ich vorher hatte, die sowieso misslungen ist, war ich dann bei Saturas, habe mit ihm geredet und... Also dem Obersten der Wassermagier. Und dann haben wir ein bisschen geredet und er fand das alles ziemlich schlecht. Und dann ging es nicht weiter. Und ich habe mich erst gefragt, warum geht es denn jetzt nicht weiter? Eigentlich müssten wir doch jetzt weitere Aufgaben kriegen, ja.
Klar, wenn wir hier das Zeug vergessen, ist das ein bisschen doof. Deswegen wollen wir jetzt erstmal den Teleport hier ausprobieren, ja. Scheint zu funktionieren, wunderbar. Hallo, Baltion, ich wollte dich nicht weiter stören. Dann gehen wir nochmal eben zu Korkalom in die Hütte. Da können wir uns vorher noch ein bisschen Sumpfkraut abholen. Und holen den Almanach und den Fokusstein da raus. Es ist auch echt dämlich, dass ich da nicht dran gedacht habe. Das hätte ich mir alles ersparen können, den Weg hierhin. Und hätte ihn einfach von Anfang an mitnehmen sollen. So. Ich will mir. Dankeschön. Dann könnten wir hier theoretisch nochmal nach hinten gucken. Vielleicht gibt es ja hier noch was Schönes. So, aber erstmal, wie gesagt, klettern wir hier hoch. Ach, aber Korkaloms Leibwache ist noch da, oder wie? Der ist irgendwie nicht mitgekommen mit Korkalom. Hast du noch was zu sagen? Ja. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Ja, das ist einfach, der ist sowieso nicht da. Also alles kein Problem. So, genau. Eine der Kisten hatten wir ja mal aufgemacht. Da war irgendwie Stuff drin. Ich glaube, das war diese hier. Ja, da haben wir auch alles rausgenommen. So, und die andere Kiste haben wir nicht aufbekommen mit Dietrichen. Aber da wir jetzt den Schlüssel haben, den wir von Kor Anga bekommen haben, können wir hier den Fokus von der Meeresklippe und den Almanach rausholen. So, und damit können wir dann bei den Wassermagiern weiterkommen. Ach, Kane ist noch da. Hast du was über das Verschwinden deines Meisters zu sagen? Auch nicht. Schade. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal hier an, ob es irgendwelche schönen Amulette oder Ringe gibt. Irgendwie noch so ein Ring der Stärke, der 10 statt 5 gibt. Das wäre schon ganz cool. Jetzt muss ich mich nur noch erinnern, wo es die gab. Also hier bei der Schmiede nicht. Ich glaube, das war einfach hier drüben beim Magiehändler. Ja, der ist ja hier unter dem Trainingsplatz der Templer. Ja. Genau, Balkadar. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So, was hast du denn Schönes? Erstmal die Menge Tränke. So, Ringe. Jetzt kommen wir mal direkt ganz nach unten. Was haben wir denn hier? Flammenschutzring, Schutz vor Feuer. Nee, auch nichts Schönes. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass es hier noch schöne Ringe gibt, aber anscheinend ja nicht. Na gut, dann ist das auch nicht so wichtig. Okay, dann würde ich sagen, den Weg zu den Wassermagiern, den erspare ich euch jetzt. Den werde ich dann offscreen einmal wieder zurücklaufen. Und dann nutze ich das jetzt hier auch, um diese Aufnahme zu beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, direkt bei den Wassermagiern. Beziehungsweise am Eingang zum Teil der Höhle der Wassermagier. Denn wir müssen ja noch das Passwort angeben. Tetrian doch, das merken wir uns einfach mal. Und dann, ja, spielen wir da weiter. Also bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.